Damit auch Asylsuchende ihre Freizeit ohne Gefahren können, am See oder in der Bade verbringen, sollen schon die Kleinsten schwimmen lernen. Eine Woche lang konnten 10 Kinder den Schwimmkurs in der Wolfensberger Bade besuchen. Geleitet wird der Kurs von der Schwimmschule Winterthur und der Flüchtlingskommission Falten. Die haben einfach keine Möglichkeiten gehabt bis jetzt, oder? Und um das überhaupt zu lernen. Ein Grossteil der Schweizer Familie die gehen in die Badis, aber natürlich auch lange nicht alle. Darum haben wir auch hier den Kontakt, also ist aufgebaut worden von der vom Pfarrer Steiner von Feldheim, der einen Teil dieser Flüchtlinge betreut in der Kirche Rosenberg. Und da waren wir natürlich gerade dabei gewesen, dass wir das gerne unterstützen würden, dass so ein Schwimmkurs zustande kommt. Finanziert wird der Schwimmkurs vom Winterthurer Kirchenverein und der Schwimmschule. Die meisten Kinder können ein bisschen Deutsch und wenn es mit dem Verständnis gar nicht geht, ist immer noch ein Dolmetscher dabei. Den Kindern macht das Lernen im kühlen Nass sichtlich Spass und in dieser Woche haben sie auch schon viel erlebt. Mit meinen Lehrerin und ich habe mit Kopf unten und ich habe mit so gemacht. Der Schwimmkurs ist noch viel mehr wie nur Schwimmen lernen. Es geht vor allem auch darum, dass die Kleinen in der Bade in Kontakt mit anderen Kindern kommen. Das Schwimmbad ist ein wunderbarer Ort, um Integration zu üben und lehren. Es sind alle Kinder gleich da im Schwimmbad und sie müssen alle lehren mit dem Schwimmen. Und zweitens ist es auch wirklich gut, weil zum Teil die Eltern noch nicht sich getrauen ins Schwimmen und in die Badeanstalt. Und viele sind jetzt das allererste Mal im Schwimmbad diese Woche. Nächste Woche bietet die Schwimmschule Winterthur einen Schwimmkurs an für erwachsene Asylsuchende.